22 Jahre nach Trennung, haben Fauna und Dieter noch Kontakt? Ihre Liebe war stürmisch, ihre Hochzeit kam schnell. 1996 war Fauna Pott, 50, einige Wochen die Frau an Dieter Bohlens, 64, Seite. Nach nur wenigen Wochen Beziehung heirateten die beiden in Las Vegas, trennten sich einen Monat darauf im Streit. Seitdem herrschte Funkstille zwischen den beiden. Heute, 22 Jahre später, verrät die TV-Lady, wie ihr Verhältnis zum Pop-Titan inzwischen ist. Haben die beiden vielleicht sogar wieder Kontakt? Im Interview mit RTL klärt die frischgebackene 50-Jährige nun endlich auf. Sieht sie ihren Ex-Mann ab und zu nochmal? Ich habe ihn nur einmal oder zweimal gesehen. Auf Veranstaltungen mal von Weitem. Wir haben uns mal am Flughafen getroffen und uns mit Küsschen verabschiedet, das war aber auch 18 Jahre nach unserer Beziehung. Tatsächlich soll das Aufeinandertreffen am Flughafen überraschend entspannt gewesen sein und das, obwohl damals kurz nach der Trennung über sagte, ich kann dieser Frau nie wieder ins Gesicht sehen. Seine Meinung scheint er inzwischen geändert zu haben. Sohn Diego, 14, bekam bei dem zufälligen Airport-Treffen sogar ein Autogramm vom DSDS-Jura. Kontakt hat das Ex-Paar aber nicht mehr. Findet dafür eine simple Erklärung, Dieter und ich haben uns einfach auseinandergelebt. Beide sind glücklich mit ihren Partnern, heiratete 2004 ihren Liebsten Franjo Pott, 48, ist seit 2006 mit zusammen, hat mit ihr zwei Kinder. Ende gut, alles gut.